So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge hier in Forza Horizon. Und zwar mit nichts Geringerem heute als dem Porsche 911 Turbo S natürlich, ja. Weil ein normaler Turbo wird ja nicht reichen, ist ja langweilig. Natürlich hier Turbo S. Und zwar der aus der Generation 991.1, also nicht der ganz neueste. Der neueste wäre der 991.2. Aber ich glaube, der reicht trotzdem. Und zwar ein gutes Stück hier. Hat einen 3,8 Liter großen 6-Zylinder-Motor. Natürlich eher Boxermotor. Und Porsche typisch natürlich auch am Heck verbaut hinten, was man da auch gerade im Bild sieht, so halbwegs von der Seite. Hat die Allradantrieb schön, mit zwei Turboladern aufgeladen, macht ordentlich Dampf, und zwar genau 560 PS. Der neue macht glaube ich sogar 580 als Turbo S. Aber reicht auf jeden Fall. Und Konkurrenz dürfte so sein, Audi R8, was haben wir denn noch da? Nissan GT-R vielleicht noch, Lamborghini Huracan, so in die Richtung geht das. Das ist schon ein netter Autos hier, muss ich sagen. Hatte hier im Porsche auch eines meiner Lieblings-Porsches, muss ich sagen. Mehr noch mehr mag ich den GT3 918. Das war es, glaube ich, auch schon. Der Turbo, der ist einfach wirklich ein Biest. Das ist mega schnell. Aber der Forza hat ja schon, wie ich das schon im Forza gesagt habe, irgendwie ein kleines Problemchen. Denn der hat da oben, man sieht es, nur 809 Punkte. Dann die Konkurrenten so von Audi, Lamborghini und Nissan haben die deutlich mehr. Die sind so bei 960, 70, 980, nee, 880, sowas. Dann weit über 50 Punkte mehr. Im Wirklich hier ein Forza schlechte Reifen. Bei Handling ist nicht so geil. Auch der Handling-Wert. Bremsen sind auch nicht so gut. Aber werden wir jetzt noch ein bisschen ändern. Wenn wir den fertig getuned haben. So, natürlich machen wir zuerst das standardmäßige. Der Bock muss tief. AG. Natürlich. Oh mein Gott. Also das Hochlegen, das sieht irgendwie scheiße aus. Deswegen natürlich tiefer legen. Ja. Tief geht immer. So, leider hat aber auch der Wagen so ein kleines Problem. Der ist leider auch ein wenig schwer. Der wiegt hier, man sieht es, 1630 Kilo. Man gibt noch, das ist ein GTR, der wiegt noch viel mehr. Ich glaube noch 200 Kilo mehr fast. Aber da geht auch gerne noch ein bisschen weniger. Der muss auch nicht so viel sein. Ich würde sagen, das hier reicht sogar schon. Da wird er eh noch leichter. Natürlich hier Rennkupplung brauchen wir, Renngetriebe und Rennantriebswelle ebenso. Und wir starten, sind wir auch bald bei 10. Läuft nämlich. Dann, was geht denn so spoilertechnisch? Wir gucken mal. Es hat hinten natürlich einen ausfahrbaren Heckspoiler. Da kann man ihn hoffentlich sehen. Und vorne hatte ich auch so eine. Was ist das, so eine Kunststofflippe da unten, diese schwarze? Die kann sich auch bewegen. Halt für Make-up. Und hat der Wagen, glaube ich, auch Allradlenkung. Nicht vorne ist ja klar, aber hinten lenkt er auch, glaube ich, ein paar Grad mit. Also da hat er auch richtig gutes Handling hoffentlich. So vorne, so, die Fahrzeuglampe gucken wir mal. Hat so ein bisschen was vom GT3, aber wir fahren keinen GT3, deswegen machen wir das nicht auf. Und hinten der Spoiler. Ich muss sagen, für einen Forza-Spoiler sieht das sogar gar nicht mal so scheiße aus. Der ist sogar nicht richtig angesetzt hinten. Das ist... Ja, aber wie gesagt, ich fahre jetzt kein GT3, ich fahre halt ein Turbo. Und da gehört so der Tick eigentlich nicht dran. Auch weil die Serienmäßig auch ziemlich geil ist. Davon mal abgesehen. Wir können auch den Antrieb wechseln auf Heckantrieb, aber das wäre gleich ziemlich sinnlos. So, dann Reifen. Brauchen wir auf jeden Fall bessere. Wir haben auch wieder einiges Auswahl. Wir haben hier natürlich die normalen, genau, Straßenreifen, Sportreifen, Rennreifen, Horizon-Rennreifen, Offroad-Reifen und natürlich die Hot Wheels-Reifen. Die Frage, welche nehmen wir denn? Also der Wagen, ich würde den schon ein bisschen aufbauen. Machen wir die Sportreifen. Ich hoffe, die reichen. Hier, probieren wir es mal. So, ein wenig breitere Reifen. Wir haben vorne 245er. Das ist gar nicht mal so breit. Ja, das ist schon besser. Hinten haben wir 305er, ist auch gar nicht mal so viel. 335er. Ich finde die Reifenbreite, die geht sogar noch. Sieht gar nicht mal so breit aus. Ich meine, das ist natürlich an sich mega breit. Also, na gut, aber Felgen, ja, die gehen natürlich größer. Ich meine, sind da vorne gerade mal 20 Zöller. Er ist ja nix. Komm, wir machen 21er rauf. Ich gebe mich ja, ich mag große Felgen und hinten nochmal das gleiche. Bei den Felgen an sich, die lasse ich mal, die Serienfelgen von Porsche mit Zentralverschluss. Ich finde die ziemlich geil. Ich kann auch gerne so behalten. Oder mache ich den noch so auf S2 auf? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, heute reicht mal wieder S1.
In der letzten Folge müsste ja der Aventador gewesen sein, da war ja wieder erst zwei. Heute mal nicht ganz so schnell, ja? Also ich meine, der ist schon eine Serie, ist schon ein richtig schnelles Teil. Also das reicht, glaube ich. Soweit. Ja. Ich finde die geil, ne? So schön groß. Ja, dann jetzt nicht geil. Ich nehme ihn gerade auf. Geht nicht. Aber mir gefällt die Farbe nicht, muss ich sagen. Das Rot, das ist natürlich an sich nicht schlecht, aber na, da gibt es auch geilere Farben. Ich dachte eher so an. Ich habe jetzt eine Idee. Also ich gucke jetzt mal, was Porsche da so serienmäßig anbietet. Und zwar haben wir natürlich Rot. Dann ein ziemlich hässliches. Was ist das? Grau-Silber? Schwarz geht immer. Das Grau auch. Ich finde, Gelb steht ihm sogar ganz gut. Ja, denn was soll das sein? Was ist das für eine Farbe, Leute? Nein! Natürlich hier das Blau, was ich meinte. Noch ein dunkleres Blau. Oh, was noch geiler aussieht. Dann ja, noch ein paar Farben, bla bla bla. Aber ich habe irgendwie. Ich guck mal nach dem Design im Shop. Ich habe immer das Bedürfnis, den Wagen grün zu machen. Nein, so nicht. Auf jeden Fall nicht. Ja. Genau, halt so Tech-Art-mäßig. Genau von dem Turbo hier die Tech-Art-Version. Das ist Tech-Art, Tech-Art. Die hat, glaube ich, 720 PS, 0 auf 100, 2,5 Sekunden mit Launch Control. Ey, das Ding geht ab, ne? Ich habe mal ein Video gesehen. Alter, leck mir doch die Nüsse. Also, sollte ich es nicht machen, aber. Der ging wirklich hammerhart ab. Ja, komm, wir machen mal die Farbe selber. Ich frage, nehmen wir jetzt hier noch so normale Farben oder noch halbglänzend, matt mit Halbflex? Ich glaube, wir machen jetzt mal normale Farben. Also, ich hätte das gern ein bisschen grüner. War noch dunkler. Ich finde irgendwie, das hat was. Ich finde das irgendwie geil. Boah, komm, machen wir mal. Dann kommt aber noch die Haube. Die Motorhaube, die kann wirklich diesmal Carbon gemacht werden. Nehmen wir matt oder poliert? Poliert, ja. Und matt ist natürlich, Alter. Wir nehmen mal poliert, aber machen es doch ein bisschen dunkler, die Tönung. Machen wir so 0,45. Spiegel machen wir ebenso. Aber ich glaube, der wird richtig geil aussehen, Leute. Genau, hier wieder. Helligkeit 0,45. Der Spoiler, machen wir den auch? Komm, geht glaube ich auch. Boah, ey, der sieht schon richtig geil aus, ne? Der Turbo. Ey, boah. Was ich dann einfach dann sowieso halt extrem schicke oder so, ich finde. Die sehen eigentlich alle geil aus. Ich hätte noch gerne beim Spiel hier einen Carrera S zum Beispiel. Aber nicht den ganzen, sondern den noch mit Saugmotor. Und nicht den hier mit weniger Hubraum und Turbo. Den nicht. So, Felgen. Ja gut, ne? Ich meine, die Felgen, die müssen natürlich gefärbt sein. Machen wir auch die gleiche Farbe. Machen wir die mal. Nee. Vielleicht so dunkelrote Felgen? Das ist schon ziemlich dunkel. Es sieht auch so ein bisschen bräunlich aus, finde ich. Aber irgendwie hat das was. Oder machen wir die eher so. Nein, das wollte ich nicht. Für da oben. Oder natürlich dunkelgrün passt natürlich auch. Oh, das kann auch was. Blau, das blau-lila mäßig. Würde jetzt auch nicht nein zu sagen. Aber wir bleiben denn. Oh, ey. Ja, komm, wir machen das einfach nach einer gleichen Farbe. Also Sättigung wieder auf 0. Helligkeit auf 0,45.
Nein, dazu sollten wir am besten auch schwarz nehmen. Also hier nicht halbglänzend, sondern Kohlefaser poliert man nicht natürlich. Und auch das Kohlefaserrot. Ja, ich habe ja gerade irgendwie. Oh. Das finde ich jetzt aber schon mal ziemlich nett. Oder was? Ich mache es jetzt erstmal ganz hell. Also hier ist hell natürlich relativ. Das ist natürlich zu hell. Man ist natürlich schon. Man wird das Rot zwar nicht groß sehen beim Fahren, sowieso nicht. Aber doch, das kann was. Ich weiß ja nicht. Komm, wir machen es. Genauso wie die anderen. Nee, das machen wir mal matt. Oh, das ist natürlich schon. Ich habe mich jetzt gefunden. Scheiben lassen wir so. Ich brauche nicht getönt werden. Ich habe die damals die Scheiben. Ich habe die, glaube ich, in Forza Motorsport 4 und Horizon 1 jedes Mal schwarz getönt. Und ich bin da irgendwie von weggekommen. Weil ich fände das irgendwie bei den meisten Autos gar nicht mal so schön. So. Gucken wir uns den Ring mal an. Oh, das Grün sieht echt pornös aus. Ba, 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 ba. Ich liebe es. Ey Leute, ne? Ich finde, das hat wirklich was. Wenn ihr macht die Felgen jedes Mal schwarz oder Carbon oder Kohlefaser, whatever, aber. Oh, das kann echt was. Nicht schlecht, würde ich auch gern haben. Leider hat das Geld dafür nicht ganz. Alter Scheiße. Das ist schon ordentlich. So, wir gucken jetzt mal. Ja, 0 auf 100 unter 2,4 Sekunden. Mit 560 PS. Bremslicht sieht auch wieder ganz gut aus. Querbeschleunigung, ja. Ja. Ist natürlich auch hier auf einem Niveau. Das ist natürlich für die meisten Menschen unerreichbar. Aber ja, kann trotzdem mal Kritik üben. So, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr hinten. Wir nehmen mal 70% tiefgelegt natürlich. So muss das. Airride. Das Getriebe, das kann aber auf jeden Fall eine ganze, ganze Ecke kürzer. Warte, ich mache das erstmal weiter, weiter. Ich gucke jetzt mal den ersten Gang. Was wir da machen. 3,70 vielleicht. Das war schon geil, ne? Alter, unter 2,4 auf 175, das passt. Dann der zweite Gang. Jetzt haben wir gerade noch 3,4 auf 100. Okay, da. Das passt eigentlich auch. Ein dritter Gang. Das Gefühl muss gar nicht mal so lang sein, wie das normal ist. Weil wir haben auch 7 Gänge, also die können wir auch nutzen. Genau, dann der vierte. Das war ein bisschen viel. Ich bin richtig amerikanisch. Ja, das passt. Nochmal die 5. Weil der nicht umsonst ein Gänger der Wagen, ne? Also die kann man auch wirklich nutzen und nicht nur 6. Wenn er 7 hat, dann darf man die natürlich auch gerne auch zum Fahren benutzen. Ich habe mich gerade natürlich nicht wiederholt. Okay, 6. Der darf. Okay, der ist ziemlich lang. Wie. Okay, das sag ich jetzt lieber nicht. Muss dann, glaube ich, auch schon so reichen. Eigentlich. Komm, dann kann man ein bisschen länger. Zack, fertig. So, ich wollte noch mal gucken, was der abschließende Wert ist, mal auf 100. Vielleicht wäre es ein bisschen. Oh, 2,305 Sekunden. Ja, gute 2,3 Sekunden. Wenn die 3 km/h gut auf 100. Und auf 160 6,5. Top Speed 350. So, das testen wir mal gleich, ob das auch so quasi funktioniert. So. Okay, der geht ab. Alter.
Geil, so. Bremsen. Ja, das. Oh, ey, das Grün, das sieht geil aus, ne? Okay. Machen wir uns mal an ein paar kleine Rennen. Der Wagen muss auch getestet werden. Ja, ich mache mal hier das alles weg und nur noch Strecken. Ich würde sagen, ein Sprintrennen wäre nicht schlecht und noch ein Rundstreckenrennen. Da ist natürlich die Frage, was nehmen wir denn so Schönes? Wir könnten das hier nehmen. Was gibt da noch hier alles Schönes? Wir nehmen mal das hier unten. Die Turun-Umgehung. Die hätte ich gerne. Und dann noch ein geiles Rundstreckenrennen. Aber gleich erstmal schauen, was dann so mitfahren wird. Weil die Konkurrenz ist natürlich in der Klasse riesig. Alle Porsche ist auch nicht gerade schlecht aufgestellt. So ist es ja nicht. Ich würde sogar sagen, mit einer der besten von denen. Wir haben hier Modern Supercars. Was steht da? Sonnenaufgang, Nebel. Das können wir machen. So, ja. Okay, Acura bessere Beschleunigung. Ich meine, klar. Man hat auch Allrad. Der wiegt zwar mehr, hat aber halt Elektromotoren. Sonst ja. Achso, 7,7 Handling. Was hat hier Audi? Okay, 8,3. Da mal hat 8,2. Ich meine, gut, das ist 84 GTW, das ist eine andere Liga. Huracan 7,9. Ja, also. Ist jetzt so ungefähr auf dem gleichen Niveau, würde ich mal sagen. Aber Top Speed ist natürlich genial. Ich meine, 350 mit gerade mal 560 PS. Das ist schon mega viel. Weil wir bestimmt nicht ausfahren werden im echten Leben. Aber mein Gott. Obwohl. 350 kann man, glaube ich, vielleicht so nachts oder so auf einer richtig langen Strecke, die auch gerade ist und wenig Verkehr. Mit 300 auf jeden Fall, das kriegt man hin. 350 wird knapp, aber auf schweren Strecken auf jeden Fall. Was sehe ich in Era Lucien oder so auf dem VW-Testgelände? Schafft man das locker. Oder Nardo vielleicht. Alter, marschiert der. Hihihi. Okay, das gefällt mir schon mal richtig gut. Alter. Das hat nicht mal Beschleunigung. Wieder mal die tolle KI. Oh Gott, das war echt scheiße. Ich kann aber nicht zurückspulen. Der fährt sich geil, Leute. Lage jetzt so eigentlich super. Deutlich besser geworden, dank den Reifen. Bremsen auch soweit in Ordnung. Hat sich ja noch ein bisschen besser, dann wären wir auch S2 mit besseren Reifen. Ich würde ja noch gerne S1 bleiben. Ah, noch Schritte vor uns. Ach komm, ja. Ich wollte die Kurve schön eng nehmen. Hat nicht ganz funktioniert. Boah, ist das ein MC12 oder so? Sehe ich das richtig? Ja, müsste einer sein. So. Wirklich ein richtiges Biest in den Kurven. Ey! Böse Audi. So. War gerade 5 da. Ist nicht gut. Oh, wer so scheiße fährt. Ist auch gerecht 5 da. Da vielleicht Top Speed? Komm ich da vielleicht nochmal? Ich hoffe doch. Sieht aber gerade nicht so aus.
War die Kurve, da bremsen die vielleicht früher. Immer noch Zweiter. Aber Alter, wir haben fast 300 drauf gehabt. Das ist schon irgendwie krank. Ich fahre mal noch ein. Ach, ein Gallardo, na Mensch. Na gut. Natürlich wie immer dabei hier, der Lusen-LP ist dabei. Carbon-Killer, diesmal auf dem letzten. Kennt man gar nicht so, war das auch dabei. Aber ja, alles so geile Autos, Alter. Huracan, MC12, R8, Enzo, Käserlei, naja, seitdem geht. KRGT, 450 Speziale, nee, 430 Speziale, ein GT2. Ja, voll die geilen Autos. Die aber alle nur ein Traum bleiben werden. Die wahrscheinlich alle nur in Forza fahren werden. Aber immerhin. Ich kann sagen, ich bin mal in Turbo gefahren. Zwar in Forza, nicht in echt, aber gut. So, knapp 10.000 EP. Mal machen. Und bald Level 600, Leute. Ist nicht mehr weit. Vielleicht noch so 2 Wochen. Je nachdem, wie lange und wie viel ich spiele. Vielleicht auch weniger, vielleicht mehr. Werden wir schauen. So. Ein Rennen machen wir noch. Na komm, eins geht noch. Einer geht noch. Und zwar nehmen wir, ich glaube mal das hier. Fahren wir denn oder kommen das nicht weit? Bei nächster Gelegenheit wenden. 200 Kilometer. Ich mache es im Innenraum fahren werde. Alter, ne? Das ist natürlich kein 918, aber trotzdem, für die Leistung, man steht da wirklich hart nach vorne. Mach ich Anna. So, geh mal weg hier, Leute. Warte, jetzt mal so aus dem zweiten Gang, 50 km/h. Das ist wirklich übel. Auch mit dem Wagen die Launch-Control in echt, Alter, ne? Der ist, glaube ich, angegeben, nur noch 100, ich glaube, 3 Sekunden glatt. Der neue sogar 2,9. Und die hält er aber auch. Ich meine, bei einigen Herstellern, da ist halt so Werksangabe, ja, die ist schön und gut, aber erreicht man meistens nicht. Aber bei vier Porsches habe ich das zumindest so gehört, dass so die Werksangabe sehr gut eingehalten wird oder auch oftmals unterboten wird. So, hier sind wir auch schon. Dagana, so Surfers Paradise, Skyline, Ausblick, Rundstrecke. Und da will ich aber einen ersten Platz sehen, Leute, ne? So, Mittag, ist das bewölkt? Ich glaube schon. 3 Ründchen, das passt. Ich fahre irgendwie immer 3 Runden. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. 3 Runden sind es halt nicht so kurz, aber auch nicht so lang. 3 Runden ist halt perfekt. Denn alle guten Dinge sind schließlich 3. Deswegen auch Forza Horizon 3, ne? Deswegen der vierte Teil nämlich richtig scheiße. Oder kommt gar keiner, auch Witcher 3. Wo hoffentlich ein vierter Teil kommt, von Horizon auch gerne. So. Oh Gott, der Porsche da. Design, ey. Wie er am Start. Ey, das ist nicht wirklich nicht mehr normal. Ja, diese zu viele Karren im Spiel nicht mehr normal. Okay, das dann geht hier mit Forza-Spoiler. Richtig ugly. Danke. So, siebter Platz. Noch. Ja, Forza. Gut. Du mich auch. Ja, komm, Leute, das war doch wohl. Es war mindestens 3 Meter links daneben. Die Farbe, die finde ich wirklich nice, das ist grün. Das passt in den Wagen auch irgendwie. VFF, geh mal weg da. Muss dann auch gerne mal. Aber wer macht auf den GTR den Forza-Ball darauf? Das verstehe ich nicht. Sieht so Panne aus. Oh Gott, nein, jetzt spule ich mal zurück. Das war richtig kacke. So. Nach der ersten Runde hier noch Sechster.
Siebter, Entschuldigung. Nee. Sechster. Ist doch fünfter, war der Ernste vor mir, ne? Ist auch nicht gerade langsam. Okay, das war ziemlich blöd. Passt er zu mir? Komm, ich muss euch ja was aufholen langsam. Entzug kriege ich ja. Nicht ganz. Okay. Querspringen ist nicht gut. Du bist immer ganz der Porsche. Sechs, das ist ja langweilig. Wenn man 360, Alter, nice. Muss auch nochmal fahren, den Wagen. Ist auch so übertrieben geil. Ich meine, ist halt Ferrari, ne? Welcher Ferrari ist nicht geil? Ist eher so die Frage. Eigentlich ist Ferrari halt so eine Marke und auch wie Lamborghini. Die sind alle geil. Will man alle haben. Also von den neuen zumindest. Willst du da so einen alten Ferrari, so auch einen alten Lamborghini haben? Oder auch, weiß ich, einen alten Porsche eigentlich auch nicht. Okay, Vulkan hier. Das war nicht gut. Das war umso besser. Komm, jetzt zieh, mein kleiner Porsche. Nein, das war wieder scheiße. Weil die Kurve, ich finde die echt fies. Egal bei welchem Wagen, weil du hier abhebst, die ist echt fies. Ah, Huracan. Geh mal weg da. Das sind die 8 vorne. Ganz komisch, ne? Diese mega Superschrottwagen. So ein gammeliger I8 vorne. Weil die 8 ist auch trotzdem cool, aber mit so Supersportwagen nicht wirklich. So. Hier werde ich jetzt fair Erster. Ja, mein Gott, aber ganz. Komm. Rundenzeit war so lala. War, glaube ich, eine 1-3 irgendwas. 1-3-2 oder so. Eine 1-3-3. Naja, also unter 1-3 war auch gegangen. Noch besser als ich war noch der Enzo hier auf dem 9. Platz mit einer 1-3-1-8. Auch nicht verkehrt. Ja, gut, ein Enzo ist aber auch. Meine Wagen ist schon ein bisschen älter. Schon über 10 Jahre, aber trotzdem. Es ist ein fucking Enzo. Mal PS mehr zu werden, wiegt auch mal weniger. Naja. Immer noch ein Sieg gehabt. Natürlich wie immer total verdient und gerechtfertigt. 11.000 EP. Guck mal, es gibt jetzt nur 2.000 EP mehr als bei dem Sprintrennen. Das ist eigentlich voll wenig. Aber natürlich, eigentlich wie jeder Porsche, exzellent. Hätte kann auch ein bisschen besser sein, aber na gut, kann man auch alles ein bisschen besser tunen. Weil es ja quasi nur nicht so, eher so minimal getuned. Geht noch was? Danke Enzo für den Sound. Mir sehr gut gefallen, ja. Also auch natürlich wie immer, dieser Wagen ist göttlich. Eigentlich ist quasi jeder Wagen, den ich hier im Let's Play fahre, gut. Aber göttlich sind nicht viele. Aber alle Porsches zumindest. Because it's Porsche. Porsche heißt nämlich göttliches Auto. Sowohl Aussehen als auch, sag mal, reinfahren, als auch fahrtechnisch. Ja, Leute, ne? Dann danke fürs Zuschauen. Das sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo es denn wahrscheinlich den Porsche Macan Turbo geben wird. Auch aus dem Forzaton. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!